Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe ja auf Instagram gepostet, dass ich mir eine neue Vlogging-Cam gekauft habe und da ich von meiner alten Kamera noch den Bon suchen muss, um die einschicken zu können, weil die leider kaputt ist, filme ich jetzt praktisch das erste Mal das Video mit meiner neuen Vlogging-Cam. Für alle, die das interessiert, was für eine Quali das ist jetzt die Canon PowerShot G7X, die ich mir zugelegt habe und ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden bislang. Ich habe schon gevloggt, das muss ich auch noch mal zusammenschnibbeln für euch. Und ja, heute soll es eben ein aufgebrauchtes Video geben bezüglich der Beauty- und Pflegeprodukte. Das hatte ich euch ja auch schon länger versprochen. Ich kam allerdings nicht dazu. Und ich habe jetzt eben mal geguckt, also mir die Produkte angeguckt und mir ist aufgefallen, dass ich das jetzt in zwei Teile teilen muss, weil es einfach den Rahmen sprengt. Ich habe das letzte Beauty-aufgebrauchte Video vor knapp 3 Monaten gemacht. Das heißt, die, die mich kennen, wissen, was für Unmengen das sind. Also es ist schon echt krass. Also bitte seht es mir nach und keine blöden Kommentare wie, wie viel verbrauchst du? Das ist 3 Monate jetzt angesammelt, deswegen viel. Aber ich denke für euch umso besser, denn so kann ich euch zu vielen Produkten meine Meinung sagen. Also es gibt Reviews von vielen, vielen Produkten für euch und eben somit auch Tipps. Genau. Ja, jetzt sehe ich natürlich, dass der Akku von der Kamera blinkt. Das ist sehr toll. Ich habe eben noch geguckt, um mich darauf vorzubereiten, aber er hat das nicht angezeigt. Aber jetzt beim Film tut er das. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ja, sonst muss ich kurz unterbrechen und dann werde ich das praktisch auflösen. Genau, also den Akku. Also, wir legen los mit der ersten Tüte in diesem Video, würde ich sagen. Und ja, ich greife rein. Ganz, ganz klassisch, wie immer, habe ich natürlich, Moment, ich tue die Tüte mal auf meinen Schoß, habe ich natürlich Kosmetiktücher verbraucht. Da habe ich diesmal 2 teurere Varianten gekauft, nämlich sind die von Tempo, weil ich die vom Design her sehr, sehr schön fand. Und wie ihr seht, habe ich hinter mir so ein Regal und ja, da mag ich das, wenn die ganz dekorativ und hübsch sind. Genau, deswegen durften die mit und die von Tempo haben natürlich auch eine gute Qualität. Nichtsdestotrotz bleibe ich aber auch immer wieder... Und da greife ich immer wieder zurück auf die von Soft und Sicher, das heißt die Hausmarke von DM. Und ihr seht, da habe ich auch fleißig aufgebraucht, weil ich die so für gefühlt alles nehme. Genau, das waren die. Dann machen wir weiter mit auch ebenfalls Produkten von DM. Und da kaufe ich auch immer, immer wieder nach diese Balea Cremeseifen. Da habe ich jetzt einmal die mit Pitaya und Kokos aufgebraucht, die ich sehr gut fand. Aber auch die Macadamia und Vanille hat mir vom Geruch sehr gefallen. Und dann habe ich sogar noch eine dritte jetzt im Bunde aufgebraucht. Das ist jetzt die Balea Sweet Wonderland mit Vanille und Rosenduft. Und auch die fand ich toll. Ich finde, die reichen vollkommen aus. Die sind sehr günstig mit 55 Cent und sehen immer sehr dekorativ im Badezimmer aus, wie ich finde. Und ja, dadurch, dass da immer neue Sorten rauskommen, ist das immer ja, eine coole Sache, finde ich. Und man hat auf jeden Fall Abwechslung. So, dann habe ich auch mit meinem Freund aufgebraucht unsere allerersten Lush-Produkte. Ich habe schon so viele in Videos gesehen, aber seit Jahren mir nie was davon zugelegt. Und ja, zum Nikolaus war das, habe ich meinem Schatz 2 Produkte geschenkt, wovon er jetzt 1 schon aufgebraucht hat. Und zwar war das von Lush der, die Intergalaktik Badekugel. Ja, sieht man jetzt leider nicht, weil die aufgebraucht ist, nur die Verpackung. Aber die war richtig cool, fand er auch gut. Und die hat, ich meine, das war ein Minzgeruch, sprudelnde Badebombe, die dich ins All katapultiert. Hier steht hier jetzt gar nicht drauf. Auf jeden Fall hat ihm der Geruch richtig gut gefallen und er war auch sehr begeistert davon. Das hat richtig so einen coolen Farbverlauf in der Wanne gegeben, gesprudelt und das war total freaky. Also ich kannte sowas nicht. Und ich habe einmal Stardust gehabt, das war mit Vanilleduft und das war so ein Stern. Ja, und der war auch total cool, wie der sich aufgelöst hat und ja, also schaut ihr euch auf jeden Fall mal an, solche Produkte. Ich finde das mal was anderes zum herkömmlichen Badezusatz. Ist natürlich ein bisschen teurer, aber für so besondere Anlässe oder auch mal zum Verschenken, finde ich, ist das eine richtig nette Sache. Irgendwie juckt mein Auge gerade. So, genau, dann machen wir auch weiter, bleiben wir bei dem Bereich Dusche und Haarprodukte. Da habe ich einmal, die Sachen sind schon ein bisschen siffelig, die liegen hier schon ein bisschen länger und ich bin auch unglaublich froh, wenn ich das gleich alles zum Müll bringen kann. Ihr glaubt gar nicht, wie viel Platz das einnimmt. Genau, Frangipani, die Dusche habe ich aufgebraucht von Nivea und ich liebe die. Das ist ein All-Time-Favorite von mir seit Jahren. Brauche ich nicht mehr viel zu sagen, würde ich nachkaufen.
kaufe ich auch irgendwie immer zwischenzeitlich mal wieder nach. Dann, was mein Freund und ich im Winter sehr, sehr gerne verwendet haben, ist von Duschdas die Dusche mit Orangenblüten- und Zedernholzduft. War wirklich toll, mein Freund mochte die besonders gerne. Aber ja, das war jetzt über die Winterzeit und jetzt muss ich mal wieder was Neues her. Ich finde, so warme Düfte sind eher für den Winter schön. Ich bin, was das angeht, schon wieder Richtung Frühling, auch mit der Deko unterwegs, was die Wohnung angeht. Von daher reicht das. Genau, Produkte von L'Vital, also L'Oreal L'Vital, finde ich auch immer wieder gut. Die kann man ohne ein schlechtes Gewissen, sage ich mal, kaufen. Also was die Wirkung angeht und die Pflege, das finde ich immer toll. Und da habe ich jetzt einmal so eine Riesenpackung gehabt, einen halben Liter, Total Repair. Und dann, also falls ihr euch wundert, das ist so ein bisschen gemischt. Ich hatte auch noch, sage ich mal, Backups in meiner Schublade und deswegen, das habe ich so nach und nach immer mal abwechselnd benutzt und jetzt wurde das alles zeitgleich leer. Genau, für sehr geschädigtes Haar ist das, finde ich, gut. Genauso wie die Color-Reihe. Also für so, wie schon abzusehen war, habe ich jetzt mal kurz den Akku aufgeladen. Ja, ich war stehen geblieben bei dieser Spülung hier von L'Oréal Paris und zwar ja, aus der Color Glanz Reihe. Und das ist ein Produkt, das verwende ich wirklich schon seit ganz, ganz vielen Jahren. Das hatte Mama schon immer zu Hause, als ich noch zu Hause gewohnt habe. Und das ist so ein All-Time-Favorite mit dem Shampoo dazu, was ich eigentlich immer mal wieder gerne nachkaufe und was immer gut ist. Genau. So bleiben wir natürlich noch beim Haarprodukt. Und ich sehe gerade, ich habe auch, die war nämlich im Angebot bei DM. Ich weiß gar nicht, die ist irgendwie rausgegangen. Und zwar die Total Repair Spülung. Bei mir ist das so, dass Spülung immer früher leer geht als das Shampoo. Deswegen hatte ich da jetzt die noch gekauft. Und die ist eben für sehr geschädigtes, ausgetrocknetes Haar. Gerade meine blondierten Haare brauchen immer sehr viel Pflege. Dann nehme ich gerne so reichhaltige Geschichten. Und auch die fand ich gut. Ja, wie gesagt, war im Angebot. Ne? Kann man nichts falsch machen. Jetzt kommen zwei Produkte, da war ich richtig scharf drauf, als ich gesehen habe, dass die rauskommen. Allerdings waren die für mich der totale Flop. Und zwar handelt es sich um die Nivea Haarmilch. Ist auch für trockenes, leicht strapaziertes Haar. Und ja gut, leicht strapaziertes Haar, vielleicht habe ich mir da einfach zu viel erhofft. Ich finde die Verpackung und dieser Name Haarmilch klingt irgendwie total verlockend, fragt mich nicht warum. Aber ich musste es haben und ich würde es mir nie wieder nachkaufen. Also der Geruch war natürlich typisch Nivea, richtig schön. Aber irgendwie war ich mit diesem Haarergebnis überhaupt nicht zufrieden. Nichtsdestotrotz haben sie natürlich die Haare gereinigt, aber muss ich auf keinen Fall wieder haben. Ja, dann auch so Spülungen, die ich immer mal wieder ja, nachkaufe und ich verwende auch nicht immer das passende Produkt zu dem Shampoo, also falls ihr euch da fragt, das ist mir nicht so wichtig und diese hier, finde ich, gehen immer und gerade dadurch, dass die so extrem günstig sind, aber so gut, wie ich finde, habe ich die einfach irgendwie gefühlt immer da. Ich habe jetzt hier von Balea einmal Frangipani und Perle für glanzloses, stumpfes Haar und einmal für sich Kokos. Das ist übrigens meine liebste Reihe von diesen günstigeren Balea-Varianten. Und dies für strapaziertes und trockenes Haar. Also gerade die Produkte für den schmalen Geldbeutel kann ich euch super empfehlen, weil ich finde, die Spülungen machen die Haare richtig weich. Natürlich gebe ich die eigentlich überwiegend nur in die Längen, damit sie nicht so platt sind, die Haare. Aber ich liebe die und der Geruch hiervon also ist besonders toll. Ich mag auch diese, wie ich sie immer nenne, Dreieckskur aus der Serie super gerne. Und habe ich auch schon ganz, ganz oft gezeigt. Also die, die mich länger schauen, die wissen das auf jeden Fall. Genau, jetzt kommen wir mal zu der Professional-Reihe, weil ich eben sagte, das ist die günstigere Balea-Variante gewesen. Das ist jetzt ein Produkt aus der Professional-Reihe und das ist wirklich eins, was ich schon ganz oft nachgekauft habe, was jetzt alle gegangen ist wieder. Und zwar das Tiefenreinigungs-Shampoo, das ja, befreit das Haar sozusagen von allen Styling-Rückständen und. Ist ohne Silikone und man hat danach wirklich so ein quietsch-sauberes Haargefühl. Verwende ich ab und zu ganz gerne, wie gesagt, vielleicht ein, zweimal die Woche, wenn es hochkommt. Aber schon regelmäßig muss ich mir jetzt auch bald irgendwann mal wieder nachkaufen. Noch habe ich zwar andere Sachen da, aber kein Tiefenreinigungs-Shampoo mehr und ja, das mag ich total gerne. Ein Produkt, beziehungsweise ja, zwei zusammengehörige Produkte, die ich auch sehr, sehr gerne mochte, die leider leer sind und die leider jetzt aus dem Sortiment gehen bei uns bei DM, sind oder ist dieses, ich weiß bis heute ehrlich gesagt nicht, wie man diese Marke oder diese Firma ausspricht, keine Ahnung, vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen, auf jeden Fall dieses Macadamia-Öl-Shampoo und die passende Spülung. Ich glaube, das ist wirklich das aus der Drogerie reichhaltigste Shampoo
mit der passenden Spülung, was ich jemals hatte. Es riecht toll und es hat die Haare so gepflegt. Also man hat das richtig gemerkt. Ich war total schockiert, als ich das Shampoo das erste Mal ausprobiert habe, weil ich so ein Gefühl noch nie hatte. Also die Haare waren wirklich mega mit Feuchtigkeit versorgt. Man hat es gesehen, man hat es sofort gemerkt und ja, total bekloppt, aber ich war mega begeistert. Das Gute ist, es war sehr, sehr ergiebig, sind natürlich auch große Pullen, aber es war wirklich richtig lange haltbar einfach. Leider ist es rausgegangen, aber es gibt eine neue Reihe bald wohl, die reinkommt bei DM und da bin ich schon mal gespannt, wenn die mir vom Duft her gefällt. Vielleicht werde ich die dann testen. Was wollte ich noch sagen? Achso, was mir aber bei dem Shampoo aufgefallen ist, man darf es nicht jeden Tag verwenden, weil man sonst richtig platte, hängende Haare bekommt. Logisch, ne? Wenn man sie überpflegt, dann hat man auch nichts von. Deswegen, das war so eins, was ich ein-, zweimal die Woche verwendet habe, wodurch ich noch länger was davon hatte. Und toll. Sind ein bisschen teurer, die Produkte, aber lohnen sich wirklich allemal. Genau. So, haben wir noch was für die Haare? Ja, und zwar auch eine Reihe, die ich mir jetzt schon mittlerweile öfter nachgekauft hatte, weil ich einfach so begeistert bin von dem Duft. Und zwar ist es das von Garnier, wahre Schätze, die Reihe Hafermilch, sanfte Hafermilch, seidige Reiscreme und ja, eben sanfte Hafermilch. Für empfindliches Haar habe ich super vertragen und der Duft ist himmlisch. Also als das rauskam, ich habe es jeden Tag verwendet. Ich glaube, ich habe es mir schon 2, 3, 4 Mal nachgekauft, keine Ahnung. Ja, eben wieder mit der passenden Spülung und das kann ich euch wirklich sehr ans Herz legen. Ja, und der Geruch ist wirklich unschlagbar. Und der bleibt auch wirklich, wie ich finde, noch länger in den Haaren. Also da merkt man das wirklich. Ein Produkt, was gut war, was ich mir so aber auch nicht nachkaufen würde. Ich weiß gar nicht, war das in der Box oder so, glaube ich mal. Ist von L'Oreal hier dieses Everpure, diese Spülung, Farbpflege- und Feuchtigkeitsspülung. Ja, ne, sie hat ihren Zweck erfüllt und ja, das war es aber auch. Hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen, deswegen würde ich die auf jeden Fall nicht nachkaufen. Die sonst noch was Besonderes ohne Austrocknen, ohne Sulfate. Respektiert die Haarfarbe. Wie an. Botanische Öle, Rosmarinminze. Nö, hat mir nicht gefallen. Muss ich mal so ehrlich sagen. Ja, ein Produkt, worauf ich seit Jahren schwöre, ist mein Silbershampoo. Das ist von, ich nenne es immer BC Bonacure, von Schwarzkopf aus dem Friseurbedarf. Das ist ein Silbershampoo, genau. Und ich muss sagen, auch wenn ich da seit Jahren drauf schwöre und das auch immer noch sage, es ist sehr, sehr gut, habe ich das Gefühl, das andere, was ich habe aus dem Friseursalon, auch von, nee, von L'Oreal, in dieser silbernen Verpackung, vielleicht kennen das einige von euch, finde ich noch besser. Das werde ich euch auf jeden Fall auch mal in einem Favoritenvideo oder so zeigen. Aber nichtsdestotrotz, das kann ich auch sehr empfehlen. Ne? Beziehungsweise, ja, wie lange verwende ich das? 4 Jahre? Länger. Nee, länger. Genau, aber das andere finde ich noch einen Ticken besser. Genau, irgendwie ist meine Nase heute zu. Ich weiß auch nicht. Ich hoffe, ich werde nicht krank, weil ich war so viel krank in den letzten Monaten. Ja, jetzt machen wir weiter mit Duschprodukten. Da habe ich auch so einiges in den letzten 3 Monaten aufgebraucht. Und zwar, oh ja, eine sehr, sehr von mir geliebte Dusche ist die von Fahr Glamorous Moments. Amaranth-Elixier und Duft der schwarzen Orchidee. Und ich muss wirklich sagen, wenn ich das irgendwo nochmal sehe, denn bei uns ist es rausgegangen, würde ich das auf jeden Fall nachkaufen. Das ist zwar ein richtig warmer Duft und ich hatte ja gesagt, dass ich sowas eigentlich eher im Winter mag, aber ich liebe das damit zu baden, das als Badeschaum zu verwenden und auch so, also himmlisch, richtig, richtig toll. Ja, dann haben wir von Balea einmal Dusche und Ölperlen. Hatte den Geruch Macadamia und Honig. Finde ich auch immer toll, also mag ich gerne. Da kommen ja auch mal alle paar Monate eine neue Variante rein und die finde ich meistens sehr, sehr gut. Genau, mag ich auch sehr gerne. Ein, wie ich immer sage, Fremdkaufprodukt, weil ich ja bei DM arbeite und dementsprechend eigentlich fast nur da einkaufe, aber ist dennoch die Isana oder das Isana Duschpeeling Himalaya Salz mit Bambus Massageperlen und zwar sieht die so aus und die mag ich vom Geruch richtig gerne, beziehungsweise das Peeling und ja, das habe ich mir auch schon öfter nachgekauft und ich habe auch noch ein Backup da. Ich meine, das hat aber einen blauen Deckel jetzt mittlerweile. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die da irgendwas geändert haben. Auf jeden Fall ist das blau. Ja, weil hier steht auch limitierte Edition oben drauf. Ja, auf jeden Fall mag ich das sehr gerne vom Geruch her. Ich liebe es. Würde ich mir immer wieder nachkaufen. Auch nachkaufen würde ich mir, wobei ich noch eine andere Variante davon als Backup habe, das Produkt hier von Nivea, das ist die Pflegedusche Seidenmousse, also ein Duschschaum.
Für alle, die den Nivea-Duft mögen, ist das auf jeden Fall was. Und alle, die Duschschäume lieben, sowieso. Denn der Duschschaum ist wirklich richtig schön fluffig. Richtig, ja, zugleich fest, wenn ihr versteht, was ich meine. Also nicht so ein dünner Schaum, sondern richtig so ein, ja, also viel Schaum und ein voluminöser Schaum. Und ja, finde ich richtig toll. Das ist jetzt die Creamcare-Variante und da gibt es ja noch zwei andere, ne? Genau. Und fand ich richtig cool. Dann die letzte, glaube ich, ja, die letzte Dusche war von Palmolive, die ich leer gemacht habe, in der Sorte Vanilla. Da kann ich auch nicht viel zu sagen. Ich fand sie klasse. Also ich liebe Vanillegeruch und deswegen kam mir die sehr recht. Auch eine tolle Verpackung, wie ich finde, ein tolles Design. Und ja, hat mir sehr gut gefallen. Würde ich nachkaufen. Gibt es ja auch, oh meine Nase, gibt es ja auch in Schokolade und Erdbeerduft. Das ist mir aber ein bisschen zu heftig. Aber die fand ich auf jeden Fall gut. So, dann machen wir weiter. Ich habe von L'Oréal Elvital nochmal aus der Total Repair Reihe zwei von diesen SOS Pflege Extremkonzentrat und ein Haar von mir. Genau, zwei davon aufgebraucht. Die sind richtig reichhaltig, richtig pflegend. Und da reicht auch eine Packung für zwei Anwendungen für die Längen. Also die mag ich auch sehr, sehr gerne. Ich glaube, die sind auch rausgegangen. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, die habe ich auch im Angebot gekauft. Genau. Da machen wir weiter mit ein bisschen Damenprodukten, also Damenhygiene und so. Da habe ich von OB diese Tampons hier aufgebraucht in normal 16 Stück mit Applikator. Finde ich, sage ich gefühlt immer, wenn ich die zeige, finde ich hygienischer und praktischer und ja, es geht einfach schneller. Und gerade wenn man unterwegs ist und so, finde ich das einfach, ja, hygienischer, wenn ihr versteht, was ich meine. Das Plastik ist nicht gut für die Umwelt, ich weiß, aber... ja, ich kaufe sie trotzdem immer wieder nach. So, ich glaube, ich muss mir mal eben die Nase putzen. Irgendwie läuft sie mir davon. So, weiter geht's. Ja, und zwar mit Always, was sind das hier? Binden, Ultra, Secure Night, wie auch immer. Binden für die Nacht. Und ja, die fand ich, ja, gut. Also über Nacht finde ich sowas... immer ganz praktisch, gerade am Anfang der Periode. Ja, wenn man schläft, kann man das ja nicht so kontrollieren, ne? Den Tampon zu wechseln, sage ich mal. Deswegen, ja, Safety first und so. Genau. Und noch ein Produkt für die Intimhygiene. Sieht jetzt ein bisschen sehr simpelig aus. Ich weiß, es liegt daran, dass wir so ein Metall, möchte gerne Metall, Badezimmerregal haben und da leider unten immer ein bisschen Rost ist und damit Wasser sieht das halt so ein bisschen doof aus. Genau, aber es handelt sich aber um das Intimo, die Waschlotion von Nivea. Es gibt davon noch eine andere Variante, die mir wesentlich besser gefällt. Ich dachte mir, ich probiere danach mal jetzt diese rosane aus, hat mir aber nicht zugesagt. Ich fand die, ich sag mal, farbneutrale, dünnflüssigere Variante in grün besser als die, denn die ist so, ja, so cremig, milchig und ein bisschen fester. Also mag ich nicht so gerne. Ist jetzt für sensible Haut, aber nichtsdestotrotz war sie okay. Aber ja, ich mag einfach die andere lieber. So, und dann haben wir noch drei Produkte für die Badewanne. Und zwar habe ich mit meinem Freund aufgebraucht das TT-Sept Erkältungsbad. Wie gesagt, wir waren, oder ich war speziell auch sehr oft krank. Ja, und deswegen haben wir ein Erkältungsbad leer gemacht. Finde ich sehr gut, gerade die von TT-Sept hier in dieser Glaspulle, weil die wirklich sehr ergiebig sind und sehr, sehr lange halten. Man denkt immer auf den ersten Moment, die sind recht teuer mit 4-5 Euro. Aber da kann man so oft baden und ja, finde ich gut, immer sowas zu Hause zu haben. Die hat auch echt lange gehalten jetzt wieder. Und dann habe ich noch so zwei kleine Süße von TT-Sept leer gemacht. Einmal ist das ein Wärmebad. Nachhaltige Tiefenwärme bei Rückenschmerzen lockert und entspannt. Mit Naturmoor-Essenzen und Tiefenentspannung. Ätherische Öle, Jasmin, Wolkenblume und Melisse. Sorgt für nachhaltige Entspannung und innere Ruhe. Also Baden sorgt bei mir immer für innere Ruhe und Entspannung. Von daher, ja, ich finde die so süß. Da habe ich, glaube ich, noch ein paar von. Das war so ein Set. Und ja, einfach ganz cool, um mal andere Sorten auszuprobieren und nicht eine große davon kaufen zu müssen. Gibt es auch oft zur Weihnachtszeit. Ja, genau. Das war jetzt der erste Teil sozusagen von dem Beauty- und Pflegeaufbrauch-Video. Und dann würde ich sagen, wenn ihr Lust habt, schaltet ihr gerne im zweiten Teil wieder mit ein. Da gibt es dann auch dekorative Produkte und ja, das nicht so gerade wenig für meine Verhältnisse eigentlich.
Ja, und Gesichtspflege, Abspülzeug, ja, alles mögliche, Zahnpasta und. Also alles, was ich sozusagen jetzt noch nicht gezeigt habe von den Kategorien her. Ja, und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Einschalten. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gebracht und ich bin so froh, dass ich das heute alles in den Müll schmeißen kann, denn ich habe keinen Platz mehr dafür. Ja, genau. Ich hoffe, ich konnte euch damit ja, ein bisschen beraten, euch ein paar Tipps geben, Anregungen, was ihr eventuell vielleicht nicht kaufen solltet oder auch kaufen wollt. Und jetzt würde ich sagen, ich verabschiede mich und bis dann. Ciao.